glaube ich sofort, dann möchte ich Ihnen gleich meine Sparangebote ans Herz legen. Sparen ist immer gut, sparen ist immer gut. Beim Kauf von 2 Särgen sparen Sie jetzt bis zu 25%. Das ist gültig auf alle Standardmodelle der Maße. Herr Egon, wenn Sie mal kurz mein Modell sein möchten. Aber gerne. 65 auf 2 Meter auf 75. Den Eiling, weil der hat ja Käufer, ich brauche nur noch der Mitmacher. Mein Mann und helfen. Ja, voll. Und da sagt er zu dem Wesen: Was sag er mal? Ja, du Wesen, du siehst ja voll scheiße um. Seit Wochen wartet ich auf den Tag, an dem sein schwaches Herz versagt. Jetzt zahlt sich's aus. Sein Testament schrieb er zuletzt. Nun kommt's raus. 7 Autos, 'n paar Millionen. Ne kleine Villa, ich muss ja wohnen. Er schleicht meine Leidenschaft, egal bis jetzt hat's keiner gerafft. Upsi. Ja, und Sie sind sich sicher, dass das nur eins ist, ja? Ja, das hoffe ich doch, um Gottes Willen, warum? Weil es solche Tiere in Deutschland gar nicht gibt. Ja, was ist denn das? Das muss eingeschmuggelt worden sein. Nein. No. Doch. Oh Gott. So wie diese Schlange. Ja. Und die Krokodile. Oh ja. Nur in Behaart. Oh Gott. Ein behaartes Krokodil. Hat sich nicht verändert seit unserem ersten Date. Die sieht noch genauso aus wie damals. Ja gut, ein paar Klebepflaster hat sie da und dort. Ja, aber nee, das ist ihr Temperament. Ne? Verstehst du, wenn wir mal so richtig Gas geben, verstehst du, Wochenende und so, tschakka, tschakka, tschakka. Ja, da platzt sie manchmal einfach. Ne? Nee, aber dann lass ich sie immer flicken bei Automat. Weißt du? Ist am letzten Samstag. Ist am letzten. Nur ist. Ist, hab ich. Nur ist. Hab ich doch. Ist, ja. Ist. Du musst ist schreiben, so verstopperst du bitte. Ist am letzten Samstag. In aller Ruhe nach dem Autowaschen. Friedlich in demselbigen eingeschlafen. So. Das ist ja nett, ne? Wenn der schon so praktisch wäre, wo ich Ich bin ein Egozentriker, Entschuldige. Ich bin der Einzige, der sich um alles und jeden Scheiß kümmern muss, echt. Ja, toll, wie du dich drum kümmerst. Dir fällt nicht mal auf, dass deine eigene Frau eine komplett neue Frisur hat. Und? Es gibt Schlimmeres.